Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Angeschnitten. Und das ist wirklich noch brandneu und frisch wie der letzte Schnee quasi. Es ist Steep. Ja, ich bin ja gerade im Optionsmenü, weil das direkt gestartet hat und ich musste halt noch ein bisschen die Lautstärke für mich finden, sonst brüllt mir alles ins Ohr und das finde ich nicht so geil. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns das gemeinsam mal an. Habe ja wirklich bloß Einstellungen getroffen, mehr habe ich noch nicht gemacht. Ich spiele mit Controller, weil ich denke, so ein Sportspiel sollte man mit Controller spielen. Einem kleinen Wingsuit-Sprung an. Die Dropzone ist nicht weit. Also mach dich auf den Weg. Sprinten ist erstmal. Das Schöne ist, ich spiele mit PlayStation-Controller und der hat sofort PlayStation-Tasten angezeigt. Ist für mich sehr angenehm. So. Aber ich denke, wenn ich das so sehe, können wir noch ein bisschen das Audio runterdrehen. Machen das einfach mal auf 50. Komplett so 50. Die Gesamtlautstärke machen wir mal auf 55. Weil sonst ist das zum Teil lauter als ich und ich habe eigentlich keine Lust, die ganze Zeit zu schreien. Ist das geil aus. Sportort in Tantla. Interessanter Ort zu weit weg. Ich dachte mal nur fahr mal. Ah, okay. Zurück zum Charakter. So. Da wollen wir mal das auswählen. Und wir haben bloß den Wingsuit zur Zeit. Denk dran, deinen Flugmantelanzug kannst du dir jederzeit überwerfen, egal wo. Du brauchst nur einen Ort, der für den Absprung geeignet ist. Nicht zurückgehalten. Jetzt zieh die Leine und ziel auf das Gebiet, das wir uns vorhin angesehen haben. Da geht es dann mit dem Snowboard weiter. Mal sehen, wie schnell du zwischen den Disziplinen wechseln kannst. Denn das wird dich jetzt ziemlich oft machen. Bereit? Dann zeig mal, was du drauf hast. Coole Musik auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen, das sieht wesentlich verdammt geil aus. Wesentlich geil aus. Zeigen wir es den Bergen! Ego-Perspektive gibt es auch, also da versuche ich mich mal noch nicht ran. Ja, hier. Ja, endlich. So, jetzt muss ich den Jump hier haben. Reich wie Butter, dann komm mal am Basislager vorbei. Sieh auf deine Karte. Es ist neben einem Gipfel namens Tête du Danay. Dort nicht schwer zu finden sein. Basislager sind hier draußen und komm im Basislager. Diesen Ort habe ich gewählt, weil er sehr zentral im Aravi-Gebiet liegt. Sieh dich mal um und dann verstehst du, was ich meine. Von hier aus kannst du gehen, wohin du willst. Aber wir müssen uns auch andere Orte erschließen, damit du auch neue Lines fahren kannst. Ich habe mir vorhin ein paar Orte angesehen, die ich dir zeigen möchte.
runter vorne dort. Ja, ich soll wohl dort runterfahren. Alter Verwalter, coole Sache. Coole Sache. Mega geil. Ihr habt gesehen, der Versucher da einen Trick zu zeigen. Das ging aus vor, weil das ist dein Ding. Scheiße. Toll, oder? Jetzt wieder noch mal die anderen Orte an. Ah, gut, okay. Ich hätte natürlich mein Programm umstellen können, dass ich in 60 Frames aufnehme, aber natürlich vergessen. Hier im Gebiet gibt es massenweise Orte und Lines wie diese. Wenn du sie findest, nutze das Terrain, um die Disziplin zu mischen. Damit alle sehen, wie gut du die verschiedenen Sportarten beherrschst. Ein paar der anderen Fahrer meinten, dass es auch abseits der üblichen Wege ein paar tolle Lines geben soll. Also versuch doch mal, sie zu finden. Und denk dran, nicht alles muss auf der Karte verzeichnet sein. Das sind wir. Falschung haben wir halt noch nicht. Können wir Skifahren? Und vorne mal Ski drunter. Auf jeden Fall erstes Feeling dieses Spiel. Muss ich ja mal so sagen. Er muss hier in diesem Gebiet sein. Ob ich ihn finde, wenn ich noch mal gründlicher suche? Wunder. Sieht nach einer super Dropzone aus. Mach dich auf den Weg, dann sehen wir es uns genauer an. Neue Challenge freigeschaltet, okay. So. Das ist es. Hier findest du eine Menge Lines, auf denen andere Fahrer schon geglänzt haben. Wenn du Eindruck schinden willst, musst du sie fahren. Und zwar richtig gut. Hier draußen geht es nur darum, zu zeigen, was du kannst und besser zu sein, als die, die vor dir da waren. Also such nach solchen Stellen. Bereit? Dann los! Oh.
Zeig dir sogar, wie die angekündigt worden ist. Mega geil. Geile Kacke! Habt ihr das gesehen? Coole Kacke! Alter, vorbei! Zeig mir so einen möglichen Ring an. Oh yeah! Super, bei der Fahrt ging es nur darum, deine Freeride-Skills zu präsentieren, um mir zu zeigen, wie flüssig du die Lines abfahren kannst. Und das hast du getan. Ja, da haben wir jetzt mal ein bisschen und na. Vor allem, wenn man das Gebiet sieht, Schweiz. Berg der Verdammnis. Arabis. Da haben wir noch Tirol. Aostatal. Ich habe aber irgendwo meinen Charakter bearbeiten. Kommt jetzt aus. Meine letzte Strecke, nee. Ich will. Ach so, ich muss bei den zwei Dingern mitmachen. Das mal in echt war. Ich hätte noch landen müssen. Doof. Ich hätte. Prima, wie ich höre, sprechen die Leute bereits über dich. Goldmedaille bekommen. Okay, hier gibt es noch mehr Spots wie die, die du schon ausprobiert hast.
Aber um die besten Lines zu finden, brauchen wir auch die besten Orte, um sie zu erreichen. Na dann, Dark Panorama nach oben. In Tête du Dunay. Siehst du es schon? Benutzt das Fernglas, um danach zu suchen. Das ist perfekt, um neue Lines zu finden. Also benutzt es von Zeit zu Zeit. In der Nähe ist ein Snowpark, der perfekte Ort, um deine ganzen Tricks vorzuführen. Außerdem gibt's noch eine tolle Paraglider-Strecke, die du einfach geflogen haben musst. Alle sagen ständig, dass ich sie mal ausprobieren soll. Also habe ich sie in deine Aufwärmübung eingebaut. Na los, probier beides aus. Ach. Das Panorama ist kreis. Ist nur so, so doof. Pro-Rider, was? Querfeld, Einflug, Schmetterling. Snowpark. Ciao! Den Park hast du erstmal richtig gerockt und ein paar krasse Sprünge gezeigt. Ich bin beeindruckt und nicht nur ich. Ja, ich bin selber von mir beeindruckt. Oh, steuer deinen Flug mit links. Soll ich denn hier so eine Kurve fliegen? Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich muss ich solche Bahn fliegen, damit ich
Gar nicht so einfach, sag ich euch. Gar nicht so einfach. Viel zu hoch. Ist das denn so schnell? Ich hab's schon bekommen. Nicht mal Bronze oder was. Boah, Sauerei. Na, da muss ich mich noch mal ransetzen. Aber das soll es erstmal gewesen sein von mir, von Steve. Mach mal einen auf Fußgänger hier. Mega geil. Auf jeden Fall super Feeling. Ich werde da noch ein ganzes Stück ransetzen, denke ich, weil es einfach Spaß macht hier. Die Alpen in Anführungsstrichen unsicher zu machen und ja, wir sehen uns im nächsten Angeschnitten. Bis dahin, macht's gut und tschüss.